So, und weiter geht's bei den Vogelscheuchenfeldern. Ich habe jetzt nicht alles komplett an Leben wieder, aber es geht. Zumindest so, dass wir nicht direkt beim ersten Schlag sterben. Hoffe ich. Aber ab jetzt an wird das Spiel halt ein bisschen schwieriger. Hallo. Aber ganz ehrlich, ich finde, dass es so mega gut jetzt so dazu zu Halloween passt. Vogelscheuchen sind kaum aufzuhalten. Spielt bitte nicht den Helden. Könnt ihr sie nicht besiegen, lockt sie in die Falle und versucht zu fliehen. Mit eurem neuen kühnen Vorstoß solltet ihr ihnen entwischen können. Ich habe mir eher Gedanken gerade um diese Vögel hier, die mir verdammt viel abziehen. Uch. Ja, wir sollten. Hallo, lass mich hier weg! Ihr, ja, hallo, ich. Okay. Wie locke ich den weg? Wie ging das doch mal? Ah, das wird jetzt lustig. War das Fifi? Ja. Gehen wir da am besten vor. Hallo, jetzt lass mich da doch mal weg. Sind wir die auch so nicht platt? Ich nicht. Ja doch, toll. Aber dauert 30 Jahre. Ja, ich lass mich jetzt noch mal kurz töten. Wir könnten sie platt machen, aber es wäre nicht ratsam. Okay. Aber wie sollen wir sie denn weglocken? Das ist erstmal die nächste Frage. Das Weglocken. Es muss ja irgendwie eine Möglichkeit dafür geben. Ach. Vogelscheuchen sind kaum aufzuhalten. Spielt Helden. Bitte nicht den Helden. Könnt ihr sie nicht besiegen, lockt sie in die Falle und versucht zu fliehen. Mit eurem neuen kühnen Vorstoß solltet ihr ihnen entwischen können. Okay. Laufen einfach erstmal. So. Aber gegen dich können wir ankommen. Ah ja, ich glaube, ich weiß wieder, wie das hier funktioniert. Hütet euch vor Unruhestiftern in Metallmaschinen. Wer weiß, welch dunkle Hexe. Oh, die Dinger. Erweckt. Oh. Solche Bedrohungen sieht man am besten von hinten. Stimmt. Aua. Und unerforderlich, ja. Wir brauchen jetzt aber. So. Ja, das ist gerade nicht besonders vorteilhaft hier.
Und damit... machen wir das so. Und das Ding geht in Flammen auf. Die Fläschchen noch ein Energiefläschchen. Was habe ich das denn verdient hier? Aber jetzt brauchen wir Dinger. Okay. Jetzt brauchen wir die. So. Tada. Und Runa. Achso, ich wollte erstmal nochmal kurz in das Tagebuch hier reingucken. Hier haben wir nichts Neues mehr. Aber hier haben wir noch was. Ganz viel sogar. Ist die Natur nicht wundervoll? Diese hübsche Wolfsfamilie hat auf dem Friedhof ein Zuhause gefunden. In ihrem Bau warten 6 süße Welpen darauf, dass ihre Eltern mit leckerem Frischfleisch zurückkehren. Naja, Friedhofsfleisch ist vielleicht nicht das Frischeste, aber es ist leicht und gefahrlos zu bekommen. Anderswo in Galomer haben rachsüchtige Bauern diese majestätischen Tiere nämlich bis an den Rand der Ausrottung gejagt. Gott sei Dank lebt diese letzte glückliche kleine Familie jetzt hier auf dem friedlichen Friedhof, wo ihr absolut nichts geschehen kann. Naja... Diese Strohmänner sind wahre Wirbelwinde. Gemeinsam mit den Krähen schützen sie ihr Getreidefeld vor Fremden, die sie sogleich mit einem schmerzhaften Herumwirbeln begrüßen. Eop. Diese armen Bauern haben es nicht leicht. Die Bevölkerung von Galomer schrumpft und mit ihr die Nachfrage nach Feldfrüchten. Kein Wunder, dass sie sich in Heuhaufen verstecken. Zeigt Mitgefühl und lasst euch ein paar Mal stechen. Ja? Nein. Fleißige Kobolddiebe bauten diese Maschinen, um den Bauern die Ernte zu stehlen. Ich finde, sie sollten die Geräte im großen Stil produzieren und an die Bauern verkaufen. Aber hey, Diebe stehlen eben. Ja. So, und hier haben wir noch die Friedhofswächter. Die letzte Abwehrlinie der Menschen gegen rastlose Untote. Sie verhindern, dass die Knochenkerlchen ins Land der Lebenden entkommen. Der beste Freund des Menschen, doch nicht Dans bester Freund. Nicht wirklich. Ach, kommt ihr kleinen Fledermäuse. Wir haben eine neue Keule gefunden. Krieg aber die Fledermaus nicht. Die Fledermaus will nicht. Aschen. Und hier können wir uns wieder aufladen. Nur noch ganz schwach.
Mal gerade mal. Bei 34 sind wir erst. Ach du Scheiße. Na komm. Lange lebst du nicht. Es viele verrückte Maschinen. Doch die skurrilste davon steht in dieser Scheune. Okay. Hi. Nimmst du es? Ich brauche Feuer. Katura, der Schlangengott, will an eurer Seite kämpfen. Doch Zaruk hat ihn gefangen und in eine Truhe gesperrt. Ah. Befreit den mächtigen Geist und gewinnt einen starken Verbündeten. Ja, den mochte ich früher. Oh. Warum war ich nochmal so blöd? Ah! Das war mein Schlangengott. Freund. Ach, kommt ihr scheiß Fledermäuse. Am Mähdrescher fehlt ein Teil. Dieses Wunder der modernen Landwirtschaft hat ein Zahnrad verloren und steht seitdem still. Okay. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich ein Zahnrad finden soll. Die Messer bleiben da sogar drin stecken. Können wir vielleicht mit der warte mal, das als Zweitwaffe. Nein. Gar nicht, wie ich da hochkommen soll, davon mal ganz abgesehen. Okay. Ich brauche eigentlich Feuer. Irgendwie mein Drachenfreund. Oder eher mein Schlangenfreund. Das und natürlich brenne ich selber. Ja.
Ja, da kann ich selber nicht anstecken, oder? Nein. Kann man nicht. Okay, dafür brauche ich dann das Zahnrad anscheinend. Damit ich nach da hinten durchkomme. Ich weiß nur nicht, ob das hier jetzt so richtig ist, was ich hier jetzt mache. Ich habe gerade keine Ahnung, wo richtig ist. Ich glaube eher, dass ich hier rauskomme, oder? Na gut, wir gucken einfach mal. Huch. Okay. Aber das ist nicht ganz so richtig hier. Voraus. Dort wächst Galomirs Lieblingsgemüse. Geht hinein und erfahrt, wie schlecht das Gemüse wirklich aussieht. Wir gehen jetzt trotzdem einfach mal durch. Wir machen das Level aber jetzt noch mal von vorne. Weil ich nicht weiß, wo dieses blöde Zahnrad halt ist. Ich will schon noch diesen Kelch haben. Uff. Vogelscheuchenfeder, ja. Nochmal von vorne. Okay, gut. Dann gucken wir einfach nochmal. Wie gesagt, hier einfach jetzt durch. Durch. Und... Huch, warte. Gegen dich auch noch. Gegen dich. Und... Hallo, blöder Rabe. Ich meine, so schwer ist es ja jetzt im Nachhinein gar nicht. Ist nicht so schwer wie gedacht. Ah.
Okay. Jetzt. Das als Zweitwaffe. Ja, einfach mal diese durch drin stecken bleiben. Und hallo? Hallo? Hallo, da rein. Ihr Fledermäuse aber. Ihr nervt. Warte. Hier lang. So. Wenigstens wissen wir jetzt, dass wir in der Ecke zwar richtig waren, aber dennoch waren wir. Falsch. Aua. Lass mich da raus! Ja, da wurden wir mies reingestoßen. Und schon wieder mies reingestoßen. So ätzend. Oh, ihr blöden Raben. Nein. Danke. Zweite Waffe. Huch. Das hatte auf jeden Fall irgendwas hier mit diesen Haufen zu tun. Das weiß ich. Aber...